Im Hintergrund ist nochmal das Wiehengebirge. Von da aus, also Porta Westfalica, fahre ich jetzt nach Inteln. Es ist Sonntagmorgen 8 Uhr und ist noch ein bisschen raureif. Aber eine herrliche Luft. Der Parkplatz liegt hier an der Weser auf der anderen Seite der Altstadt. So einen schönen blauen Himmel wie auf dem Bild hier gibt es auch heute. Die Weser hat ein klein bisschen Hochwasser. Mal schauen, wo das hier rauf geht über die Brücke. Ich finde einen interessanten Baustil. Die Liebesschlösser müssten mal gereinigt werden. Nach vielleicht 100 Kilometer ist das Wasser in Bremen. Das war mal der alte Hafen. Von dem Hafen ist nicht mehr viel zu sehen. Aber Schiffe sind ja auch nicht viel zu sehen. Es ist St. Stormius. Die Anfänge der Kirche gehen bis auf das 11. Jahrhundert zurück. Es gab schon früh eine feste Brücke über die Weser, und zwar schon 1223. Hier sind auch Reste von der alten Stadtmauer zu sehen. Wenn ich mich richtig informiert war, gab es hier 10 Türme. Zum Beispiel das Seetor oder das Wesertor oder das Ostertor. Die Stadtbefestigung geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Aber heute gibt es nur noch Reste. Schon etwa 1640 wurde angefangen, die Mauer zu schleifen. Ein toller Baum. ...1239 gab es schon Stadtrechte. Das Haus sieht ein bisschen aus wie ein Haus in den Niederlanden mit diesen weißen Umrahmungen an den Fenstern. Da nix wie rein in die Altstadt. Die ist schon sehenswert, die historische Altstadt. Das wackelt bestimmt so, weil meine Hände vor Kälte zittern. Jetzt habe ich mal ein paar Handschuhe angezogen, da geht das besser. Das ist die Hauptkirche der Stadt, die St. Nikolai-Kirche. Das ist der Mittelpunkt der Stadt, der Marktplatz. Muss ich gleich mal gucken, wo ich irgendwo einen warmen Kaffee kriege. Der ist ja schön warm angezogen. Da fühlt man sich da wieder ins Mittelalter versetzt.
Rinteln ist im Landkreis Schaumburg. Das ist auch ein interessanter Ausflug zu der Burg. Für 1583 ist das Haus noch gut in Schuss. An den Fachwerkhäusern könnte ich mich immer wieder begeistern. Die Kirche wurde 1238 als Basilika gebaut. Also sah die natürlich nicht immer aus. Im 14. Jahrhundert hat man die umgebaut, so wie sie heute ungefähr aussieht. Ich wollte ja mal rein, aber ich habe keinen offenen Eingang gefunden. Die Bäckerei, die aufhat, auch noch nicht. Früher hatte die Kirche ja ein Satteldach. Und die barocke Laterne da oben drauf, die kam erst 1800 etwa drauf. Auch ein interessantes Haus, aber ich konnte nicht ganz zeigen, weil unten drunter Baustelle war. Wenn ich noch recht behalten habe, war das früher der Prinzenhof. Rinteln war auch schon mal eine Universitätsstadt. Die Kapelle ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Fast 200 Jahre war die Uni in Rinteln. Das war ab 1619. Jo, steht ja dran, Postamt. Ich glaube ja heute nicht mehr. Und das ist das alte Rathaus. Oder das neue, das weiß ich nicht mehr genau. Dann erkunde ich mal weiter die Stadt. Und schon bin ich am Münchhausenhof. Und schon ist der erste Teil zu Ende. Na dann bis zum zweiten.